Hallöchen! Im heutigen Video gucken wir uns den neuen Trailer an für Call of Duty Cold War. In den neuen Saisonen werden schon mal neue Operator, neue Waffen, neue Karten reinkommen. Darüber habe ich ja schon mal gesprochen im letzten Video, da habe ich ein paar Inhalte geleakt. Und jo, einige der geleakten Inhalte werden wahrscheinlich auch reinkommen. Eine Galil, eine Tech-9 MP, der Crossbow-Bogen, ein paar neue Operator und auch vielleicht die neue Killstreak Death Machine. Natürlich gucken wir uns gerade gleich den Trailer an und sprechen dann auch ein klein wenig drüber. Wenn es euch gefällt, gerne dranbleiben, gerne hier Bewertung da lassen natürlich. Und dann starten wir mal direkt durch mit dem neuen Trailer für Call of Duty Cold War. Stitch, the rats are here. Adler's secure and headed to you in Verdansk. Good. Make them believe we care about the Nova 6 supply lines. I have you visual. LZ is high. Light them up. Goddamn loud. It's go time. Get on the go. Don't get killed. Camp's a few clicks east. They knew we were coming. Fuck. Can't abort, or Adler's as good as dead. He's one tough son of a bitch, but everyone's got a breaking point. Time's wasted, kids. Let's move. Yo, das war hier der offizielle Trailer für Call of Duty Cold War Saison Nr. 2. Mit dabei natürlich neue Operator, neue Waffen, neue Karten, vieles weitere mehr. Natürlich, wir haben hier auch ein paar kleine Namen auch schon hier geleakt bekommen. Nämlich hier der neue Operator, der hier in der Nähe von Vietnam im Dschungel von Laos jetzt sich durchjagt, heißt Naga. Der neue Operator wird dann reinkommen für die Bösewichte anscheinend. Und der Operator hat auch eine wunderbar coole Waffe mit dabei. Gleich aber darüber mehr. Kurze Anmerkung, wir bekommen natürlich nochmal doppelte Waffen-EP. Und am Start am 25. Februar beginnt natürlich die neue Saison. Jo, die neue Waffe, Tech 9. Die Waffe könnt ihr dann wahrscheinlich wieder normal freischalten, wird eine neue MP werden. Mit dabei wäre natürlich im anderen Team auch ein neuer Operator. Die Frau hat auch eine neue Waffe mit dabei, die ihr kennen werdet, nämlich der Crossbow-Bogen. Eventuell mit normalen Pfeilen, wie hier im Trailer, oder vielleicht exklusiv, oder vielleicht mit anderen Pfeilen, wie in Voltor 2. Ich bin mal darauf gespannt, welche Pfeiltypen und welche Attachments wir mit dabei haben werden. Natürlich auch noch eine kleine Anmerkung. Wir bekommen die Death Machine rein. Habe ich ein paar Mal angekündigt, gleich wie die K9 Unit und andere Killstreaks, die dann reinkommen könnten. Und ganz kurzer Clip, wir bekommen auch die Galil rein. Die Galil wird aber wahrscheinlich dann Graf genannt, wie in BO4, da die Entwickler keine Rechte dran haben an den Waffen. Aber egal, neue Operator, neue Waffen, neue Karten. Ich bin mal drauf total gespannt. Natürlich, wenn ich Neuigkeiten habe, mache ich noch ein Video drüber. Wenn es euch gefallen hat, gerne mit euren Freunden teilen. Und dann, meine Freunde, wenn ihr weitere Fragen habt, gerne unten reinschreiben. Ich verlinke euch nochmal alle Quellen und dann haut rein.